heißt euren Voodoo-Zauberer willkommen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und meinem Review zum Voodoo Jumper, dem Fahrgeschäft von Hans-Otto Schäfer Junior aus Schwerte, der damit auf den deutschen Kirmesplätzen unterwegs ist. Und das Ganze schon seit dem Jahre 2012. Denn im Juni 2012 feierte der Voodoo Jumper Premiere in Münster. Und ich kann das, glaube ich, direkt schon vorab verraten, der Voodoo Jumper ist mein persönlicher Favorit auf der Kirmes. Ich werde immer gefragt, was so meine Lieblingsfahrgeschäfte, Achterbahn, Nachtbahn, Flat Rides und sonst was sind. Und der Voodoo Jumper ist auf jeden Fall auf den Kirmesplätzen meine Nummer 1. Nicht unbedingt 100% nur wegen der Fahrt an sich oder den Fahreigenschaften, sondern das Gesamtpaket stimmt einfach. Von einer coolen Fahrt, einer coolen Optik, einer guten Thematisierung, einer guten guter Rekommandeur und geile Show einfach mit. Das ist auch einfach so das Steckenpferd vom Voodoo Jumper. Halt, also die Thematisierung gefällt mir richtig gut, die ist richtig nice, komplett mit LED-Licht verbaut alles. Es gibt zwei fette Nebelmaschinen, es gibt Wassereffekte und es gibt Feuer. Ich liebe Feuer. Und das alles zusammen mit richtig, richtig geilen Intros, geiler Mucke, gut rekommendiert und halt in eigentlich ist beim Voodoo Jumper, wenn auf jeden Fall ein bisschen was los ist, ist beim Voodoo Jumper jede Fahrt eine Showfahrt. Also das ist der absolute Publikumsmagnet auf jedem Festplatz, ist mir aufgefallen. Und es ist auch schwer, Off-Ride-Videos zu machen vom Voodoo Jumper, ohne dass einfach eine riesige Menschentraube davor steht. Falls ihr mal den Voodoo Jumper zu euch nach Hause in die Gartenparty holen wollt, braucht ihr ein bisschen Platz, denn der Voodoo Jumper hat eine Front von 22 Metern, ist 20 Meter tief und 9,65 Meter geht das ganze Fahrgeschäft in die Höhe. Der Durchmesser kann bei Bedarf aber auch auf 18 Meter reduziert werden. Und dann brauchen wir natürlich noch Platz für die Transporte. Der Voodoo Jumper kommt natürlich mit dem Mittelbauwagen und einem Packwagen, der mit im Geschäft eingebaut wird. Hat dann noch dabei einen Wohnwagen, einen Personalwagen, einen Campingwagen, eine Zugmaschine und einen Kran. Was für ein Fahrgeschäft ist der Voodoo Jumper eigentlich genau, wenn ich die ganze Zeit davon rede, wie groß der ist, mit was der unterwegs ist und wie geil der einfach ist. Das Ganze ist ein Fahrgeschäft der Firma Fabri aus Italien und hat die Typenbezeichnung Smashing Jumper, beziehungsweise Smashing Jump, wenn man das jetzt mal ganz konkret nennen, sagen möchte. Gibt davon natürlich auch ein paar auf anderen Festplätzen. Was den Voodoo Jumper aber so besonders macht, ist die schräge Plattform, die der Voodoo Jumper hat, das schräge Podium und natürlich die Thematisierung, die ich ja gerade schon löblich erwähnt habe. Ansonsten braucht der Voodoo Jumper noch einen 200 kW Stromanschluss und bietet pro Fahrt Platz für 24 Personen in 12 Gondeln. Diese hängen unter diesen Spinnenarmen und man wird gesichert durch Schulterbügel. Aber es ist auch bei diesem Flatride, glaube ich, besser so. Man hat das Drehen, dann können sich die Gondeln in sich nochmal drehen, also die Zweiergondeln. Und das Ganze springt hoch und runter, deswegen ist es ja auch ein Smashing Jump, wo auch die ein oder anderen Airtime-Momente mit dabei sind, die das Ganze noch richtig abrunden. Und die 24 verschiedenen Fahrprogramme, die der Voodoo Jumper hat, ermöglichen halt einfach auch dieses grandiose Spiel mit den Intros und der Musik und dieses Gesamtpaket einfach zu erschaffen. Ich habe ein Offride aus Krefeld, habe ich hier auf meinem Kanal, verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung und irgendwo hier oben. Und auch Onride und Offride vom Neusser Bürgerschützenfest aus diesem Jahr. Guckt es euch an, so da sieht man, was einfach beim Voodoo Jumper abgeht. Das ist ein Augenschmaus. Der Voodoo Jumper ist nicht nur durch die moderne LED-Technik sehr umweltfreundlich, sondern der Antrieb vom Voodoo Jumper ist auch nochmal extra geräuschreduziert. Das war eigentlich auch schon mein Review zum Voodoo Jumper.
Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den Voodoo Jumper schon mal gefahren seid oder wenigstens schon mal auf irgendeinem Festplatz gesehen habt und wie ihr das Ganze findet. Und guckt euch mal die Videos dazu an, die Offroad-Onroad-Videos, und haut vielleicht dann hier auch noch mal in die Kommentare, ob euch das genauso überzeugt wie mich. Und vielleicht schreibt ihr auch mal in die Kommentare, was euer Lieblingsfahrgeschäft auf der Kirmes ist. Vielleicht habe ich davon schon ein Review oder ich mache darüber auch mal ein Review. Ich hasse zwar Kotzmaschinen, Voodoo Jumper geht bei mir sehr gut klar, aber ich würde mich eventuell auch dafür opfern, einmal für ein Review. Oh mein Gott, seid nicht so gemein. Das war's von mir, euer Bro Freeze Ride Review Videomagazin. Ich bin raus, ihr seid die Coolsten. Bis zum nächsten Mal. Peace.